machen wir jetzt mal Run 2. Ja. Ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, wir wollen... Also bis 16 Uhr habe ich heute Zeit. Bis dahin sollten wir... Hoffe ich, dass wir wenigstens das Zlatko-Kapitel fertig haben. Sind jetzt noch etwas über 5 Stunden. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das Zlatko-Kapitel heute. Mach mich fertig. Ja, und Alice, ganz ehrlich, sie hat in diesem Durchlauf... Ich will das gerne überspringen, aber es geht nicht. Alice hat in diesem Spiel schon sehr viel durchmachen müssen. Ja, ja. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Piep, 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 piep. Hier muss es sein. Mhm. Sind Sie Zlatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Dieses, wenn man nach einem Namen gefragt wird und dann heißt es auf einmal, ja, wer fragt das? Dann weißt du doch hundertprozentig, dass das der Typ ist. Oder? Kommt rein. Ich meine, wenn ich die Person nicht bin, dann frage ich doch nicht, wer fragt das, sondern wer ist das? Kommt rein, nicht so schüchtern. Viel zu auffällig. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Hm. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Würde ich so nicht sagen. Wieso? Okay, Hami. Bitte. Macht es euch gemütlich. Das interessiert mich jetzt mal. Wieso? In welcher Situation würde jemand, der nicht die Person ist, fragen, wer fragt? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Ich würde immer sagen, nö. Weil ich dann schon ganz viele Personen gewesen wäre. Ah. Okay. Abweichler. Vielleicht hast du eine multiple Persönlichkeit. Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und? Ah, okay, jetzt weiß ich, was du vorhin gemeint hattest, Resix. Um ein neues Leben anzufangen. Da am linken Arm, ne? Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Also hier. Herrliche Landschaft. Mit dem blauen Blut. Sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller.
Kann ich trotzdem hier hoch? Nein. Haben wir eigentlich noch unsere Waffe? Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Die Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein, nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Die Kleine hat keine Angst. Ich habe Angst. Hier lang, bitte. Okay, jetzt muss ich gleich gucken. Ah, das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinkriege. Stell dich bitte da drüben hin. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Okay, ich muss erst das rote Ding wegschubsen, um die Lampe umzusemmeln. Dann muss ich die verschiedenen Kabel umlinksen, mesh, and then press and tear down. Funktionieren. When you go upstairs, 10 minutes, time I will start. Darum seid ihr so schwer zu finden. I have to find Alice in this also, time. Gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das Kind. Sperre es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sagt. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ein Ende können wir jetzt sogar schon wieder abschließen. Jetzt muss ich nur gucken. So, im Haus nach Alice suchen. Alice gefunden. Durch den Korridor gehen. Die Jagd beginnt. Weil das Ende hier. Das fehlt uns auch noch. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir Alice nicht finden. Kann das sein? Oder sehe ich sie gerade nur nicht? Weil alles läuft hierauf hin. Ah, hier sind noch zwei Enden. Okay. Ja gut. Oh Gott. Möchte. Krampf. Das ist so Lampe süß. Umwerfen und grünes Kabel. Und so die Reihenfolge verblendet. Und die anderen Kabel sind egal. Okay. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Ja, ich habe hier nebenher so ein Komplett-Guide offen. Dann bin ich mal gespannt. Aber noch kann ich ja nichts machen. Ich muss erst warten, bis sie alle weg sind, richtig? Ach, schüttel doch nicht den Kopf. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das Gleiche. Tränen und Ernüchterung. Ja. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Nein. Und keine Nein. falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Haha. Ey. Du beißt mich?
Ja, mit Recht. Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Okay. Einfach mal okay sagen. Okay, so, er ist weg. So. L2. Umgeschmissen. Dann wollen wir mal das erste Kabel machen. So. Der ist weg. Fehler 145. Nice, wir sind nicht zurückgesetzt worden. Das habe ich noch nie geschafft. Das habe ich noch nie geschafft. Jetzt ist er bestimmt... Speicherschaden repariert. Nice. Jetzt ist er bestimmt böse mit uns, weil wir sein Labor hier unten kaputt gemacht haben, ne? Okay, Sekunde. Free Monster, open the cage door in the basement where Alice stopped in front of earlier. Das können wir mal eben machen. Wir können hier reingucken, da ist nichts. Hier können wir das auch machen. Hilf uns. Oh, Entschuldigung. So, öffnen. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Durchspielen, dass wir die nämlich auch befreit haben und das Ende war richtig. Das war... Ui. Nein, das darf nicht passieren. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch, wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Okay, so, wir haben noch keinen Timer, ne? Ich glaube, sobald ich hier bin, sollte ich den Timer bekommen. Luther! Luther? Ja, Slako. Okay. So, Frosch einmal befreit. So, when you got upstairs, 10 minutes timer will start. You have to find Alice in this time, which is more than enough. If you don't do anything and let the timer run out, you'll get the out of time Luther brought Alice to Slutko choices. Okay, here are things you can do along the way. Free monsters haben wir gemacht. Enter storage room, enter the second room upstairs. Free the bee in the corner of this room, there's a cage, okay. Verstanden, Slutko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Jetzt haben wir den 10-Minuten-Timer. Second Room. Das ist der Raum von Slutko. Erster Raum, zweiter Raum. Jetzt machen wir einmal hier das Bärending auf. From another storage and corridor bathroom, Android is loud. There is an Android in the bath tube and he will always notice you. Take him, Chris, spare. Warte mal.
Wir sind hier, genau, Monster befreien haben wir. Wir gehen jetzt gerade hier oben lang, töten, verschonen, haben wir beides schon mal gemacht, da brauchen wir auch nichts machen. Das heißt, eigentlich können wir das ignorieren. Read Magazine haben wir, arktische Spannung, Androiden, okay, haben wir auch gelesen. Kara is reset. Nee, das haben wir ja nicht. Explore the house to recover memory. Ja, brauchen wir nicht. Weil wir hier oben gerade lang gehen. Suche im Haus nach Alice. Alice gefunden. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen können, richtig? Ja, sonst hätten wir den unteren Weg lang gehen müssen. Okay. If you either regained your memory or escaped in the first place, there's a few things you can look for before getting to Alice. Das haben wir alles schon gemacht, das ist halb so wild. Now, where we found Alice, it's time to get the hell out of his house. Here are all approaches. Okay, im Schrank verstecken. Was ist denn das Oberste? Das, was wir noch nicht haben. Bathroom. Halt an der... Ah, wir können uns unterm Bett verstecken. Okay, das hatten wir nämlich noch nicht. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal Alice. Luther dürfte uns nicht bemerken, dass das Badezimmer... Genau, der ist in Standby. Da unter dem Bett können wir uns verstecken. Wow. Okay, die ist mir noch nie aufgefallen. Schrank, Bett. Oder ist hier auch noch ein Bett? Ist der Tisch? Da würde ich mich denn nicht verstecken. Im Schrank? Wo ist denn hier ein Bett? Ich bin wirklich im Schlafzimmer, ne? Bedroom. Two doors to get to the bedroom. Hide under bed. Get under the bed before Slutko comes in. Okay. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Ja, ja, die Kleine hatte recht. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Luther! Nee, komm, wir gehen direkt hier durch. Ja, Slutko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slutko. Schlafzimmer? Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, warte. Da ist eine... Die Waffe, was kann ich... Wo sind sie? Luther! Finde sie! Oh, Alice, bitte. Fuck, ich will die Schrotflinte nehmen. Verdammt ruhig. Nice. Da bist du ja. Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. Oh, scheiße, ich war zu langsam, ne? Schnapp sie dir, Luther. Okay, dann machen wir, warte mal, machen wir jetzt mal die Jagd. Habe ich hier irgendwas, was wir noch machen können? Scheiße. Ich wollte mich unter dem Bett verstecken. Hat nicht so funktioniert. Schlafzimmer, okay, entdeckt werden. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Damit beginnt die Jagd. J.
chase started. Slatko killed Kara in bathroom. Kara. Oh Gott. Chase started. Slatko killed Kara in the storage room. Kara in the bathroom. Okay. Das haben wir aber schon mal. Mist im storage room? Okay. Okay, wir sind im Storage Room, das ist gut. Ihr könnt mir nicht entkommen! Ah! Ich mach gerade mal wieder nichts, mal gucken, weil wir sind im Storage Room. Wenn wir hier erschossen werden, ist das ganz gut, dann haben wir wieder ein Ende, was wir brauchen. Gibt es bei euch in der Nähe von Dr. Oetker XXL Götterspeise? Also bei mir schon. Habe ich ganz ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Sie sind da drüben! Shit, ich konnte nicht getötet werden. Mist. Ich glaube, es ist insgesamt ein bisschen laut, ne? Na komm, machen wir mal die Vordertür. Na klar. Ich stell mich einfach mal richtig dusselig an und mach nichts. Keine Ahnung, welches Ende wir hier kriegen. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nein? Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Rotflinte nicht getroffen zu werden. Kannst du es wahr? Ja. Willkommen in einem Videospiel. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Das Ende ist halt echt übel. Was passiert an der Stelle, wenn man die Monster nicht befreit hat? Ich glaube, Luther erschießt ihn. Können wir nochmal ausprobieren. Aber ich glaube, Luther erschießt ihn. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Oh. Mal gucken, wie viel wir jetzt neu gemacht haben.
Genau, die Monster greifen Slutko an, wenn wir das nicht machen. Also das ist, glaube ich, auch das Ende, was ich am Ende präferiere, was wir haben wollen dann für das nächste Kapitel. Heißt, wir müssen die Monster nicht freilassen und dann würde Luther Slutko erschießen. So der Plan. Aber erstmal müssen wir die ganze andere Scheiße machen. Wir sind aber schon bei 80% in diesem Sinne. Nicht so schlecht. Ich bin Kara, das naive Dummchen, und ich vertraue sogar Männern, deren Arme voll Blut sind. Darum vertraue ich auch dir, Luther. Ja, so in etwa, oder?